Auch hier gehen wir über unseren Start-Debug, gehen wir auf unser Sony-Device oder was auch immer wir haben. Jetzt läuft das System los. Und auf unserem Handy dürfte es auch gleich kommen. So, und hier geht es bei dieser App geht's nur darum, zu prüfen, ob man WLAN anschalten möchte oder nicht. Wenn man da drauf geht, hat er verschiedene WLANs und die App kann man aber auch automatisch starten. Und dann legt der WLAN los, das heißt, ist angeschaltet. Und ich kann auch über diese App WLAN ausschalten. Wenn ich jetzt die Nummer anschaue, dann ist jetzt ausgeschaltet. Und ich kann wieder zurück über die WLAN, Start WLAN, schauen wir es an, angeschaltet. Und hierzu muss man nur bestimmte Einstellungen in die Permissions erlauben.